Wir sind WhatsApp und wir wollen mit Code die Welt verbessern. Dazu haben wir einen Messenger entwickelt, der auf eine völlig neue Verschlüsselungsmethodik in der Geschichte der Messenger zurückgreift. Nämlich die Steganographie. Zuallererst werden wir die Frage klären, was ist überhaupt WhatsApp und was kann es? Was macht es so einzigartig? Danach werden wir klären, wieso überhaupt WhatsApp und nicht WhatsApp oder Telegram. Ganz wichtig war uns außerdem noch die Entwicklung in den 2 Tagen, denn wir haben nicht einfach nur eine App entschaffen, wir haben noch viel dazu gelernt. Und wir haben außerdem gelernt, wie man mit ein bisschen Code die Welt verbessern kann. Außerdem fragen sich jetzt die einen oder anderen, was ist überhaupt Steganographie? Deshalb haben wir es extra nochmal für euch zusammengefasst. Und zum Schluss erzählen wir euch noch, welche Ressourcen wir genutzt haben und führen euch eine kleine Demo vor. Was ist und was kann WhatsApp? WhatsApp sendet verschlüsselte Nachrichten, die mithilfe eines steganographischen Verfahrens verschlüsselt worden sind. Außerdem bietet es die Funktion, ein Profil anzulegen. Zum Beispiel könnt ihr ein Profilbild einstellen, Status und sogar einen eigenen Nickname. Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, werden extra die Kontakte mithilfe eines QR-Codes hinzugefügt. Das heißt, ihr kennt wirklich die Personen, mit denen ihr schreibt, ansonsten wird es schwer. Wieso WhatsApp? Zuallererst unterscheiden wir uns darin, dass wir nicht eure privaten Informationen zu Marketingzwecken weiterverkaufen, wie zum Beispiel Facebook. Außerdem haben wir eine neue Art der Verschlüsselung, die es noch nie zuvor gab bei einem Messenger. Außerdem bieten wir euch ein innovatives Design. Und außerdem ein paar Features, die den einen oder anderen vielleicht interessieren könnten. Die Entwicklung im Laufe der 2 Tage. Als allererstes haben wir uns erstmal Gedanken gemacht, was wollen wir überhaupt kodieren, mit was wollen wir die Welt verbessern. Dann sind wir auf Verschlüsselung eingegangen, haben wir geschaut, was gibt es da, was können wir da genau machen. Und dann ist uns eingefallen, dass wir selber jung sind und wir selber Snapchat bzw. auch WhatsApp nutzen. Und wir einfach mal was ausprobieren wollten. Wir wollten schauen, ob es möglich ist, das auf eine andere Art und Weise zu verschlüsseln. Und das haben wir dann im Endeffekt auch umgesetzt. Und ja, die Grundaufteilung, wir haben das in Teams aufgeteilt, damit auch wirklich jeder eine Aufgabe hat und nicht alleine steht, beziehungsweise sich ohne eine Aufgabe fühlt. Da haben wir einmal in Kryptographie, Design und Code. Ja. So, als allererstes werde ich euch jetzt mal erklären, was ist Steganographie. Steganographie ist eine Art, Text zu verschlüsseln, Text in Bildern zu verschlüsseln. Im Endeffekt tippt man Text ein und die werden dann automatisch in Bildern geladen. Und der Verlauf zeigt dann nur das Bild an und nicht der Text, was dahinter ist. Die Leute, die den Text lesen wollen, müssen vorher über den QR-Code miteinander kommunizieren bzw. in Kontakt sein, um die Nachricht zu lesen. So ist ungefähr das Verfahren. Die Ressourcen. Ich habe den Jungs hier, beziehungsweise auch der Dame, Ionic Framework nähergebracht und habe generell mal ein bisschen gezeigt, wie man damit arbeitet, weil ich selbst damit auch nebenbei der Schule in einer Firma das mache. Wir haben hier HTML, CSS, JavaScript, AngularJS oder auch Node.js benutzt, womit wir halt die App aufgebaut haben, Schritt für Schritt. Und das wurde in einzelnen Gruppen gemacht. Ja. So, jetzt werden wir euch eine kleine Demo vorführen, nämlich wie die App überhaupt aussieht. So, das ist das Interface von WhatsApp. Zuallererst haben wir hier ein schlicht gehaltenes Dashboard, welches das Logo zeigt und eine kleine Unterschrift. Und das Hauptfeature ist der Chat. Wie bereits gesagt, werden die Nachrichten, die hier verschickt, steganographisch verschlüsselt. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, man sieht ein Bild in einer Nachricht und dieses Bild sagt einem nichts. Wenn man jetzt nicht diesen Key hat,
kann man nichts damit machen. Aber wenn man jetzt den Key hat, kann man einfach auf Read klicken und sieht die Nachricht. Außerdem werden die Nachrichten nach einer kurzen Zeit komplett gelöscht, sodass wir mehr Sicherheit gewährleisten. Und ich zeige euch nochmal das Profil, das könnt ihr auch einstellen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Ich habe ein Profilbild reingestellt, mein Name, Status. Und ihr könnt außerdem aktivieren, ob ihr Freunde haben wollt. Was ich hoffe. Und ob ihr das überhaupt verschlüsselt haben wollt. Genau. Jetzt werde ich euch erstmal ganz kurz den QR-Code, die Funktion mit dem Scannen bzw. Hinzufügen von Kontakten demonstrieren. Dazu habe ich jetzt mein Handy in der Hand, da wir ja gerade leider keine Kamera haben. Man hat hier oben den Symbol Plus. Da kommt ein QR-Code. Ich muss kurz mal auf die Präsentation überswitchen. Ich mach das schon. Ja. So, kurz auf die letzte Seite. So. Da haben wir einen Code. Den legen wir rüber. Scannen bitte. Wir haben eigentlich hier jetzt mit der Demo vorbereitet, dass dann ein Text entsteht, der jetzt eingefügt werden könnte. Hiermit ist es leider noch nicht möglich, da wir noch nicht so weit waren mit der Programmierung. So, ja. Ja, ich würde mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und auf jeden Fall auch an die Mentoren, die an unserer Seite standen und uns geholfen haben, die wir bei jeder Kleinigkeit einfach ansprechen konnten, beziehungsweise aufsuchen mussten. Und, ja, also... Danke euch.